einmal im Monat treffen wir uns, den ersten Donnerstag. Und es ist wieder ganz groß im Kommen, solche Sachen. Und gerade auf dem Dorf. Weitestgehend wird es immer erstmal auf die Frau geschoben. Aber tatsächlich ist es so, dass auch die Männer anfahren, ja. Eine ganz ruhige Hand brauchen wir da. Und vor allem Geduld, weil das auch eine Sache ist, die du nicht von heute auf morgen kannst. Reichenbach gibt es über 70 Mal auf der Landkarte. Dieses Reichenbach ist Teil der Gemeinde Kallenberg und liegt im Landkreis Zwickau. Die Bewohner sind bekannt für ihre durchaus außergewöhnlichen Fingerfertigkeiten und handwerklichen Begabungen. Chris Schrepel mischt sogar an der Weltspitze mit. Der Dachdecker ist Vize-Weltmeister seiner Zunft. Die kleine Scheune im Dorf hat er gerade eingedeckt. An den sogenannten Ortgang kommen noch Schieferschindeln. Chris kennt sich mit Schiefer richtig gut aus. So gut wie jede Schindel passt inzwischen auf Anhieb. Nach einigen Jahren Übung, ja. Aber es dauert seine Zeit, immer das gut beherrscht. Chris hat Abitur gemacht, sich nach der 12. für die Lehre entschieden. Das Handwerk kennt er von der Pike auf. Es ging los ungefähr mit 12, dass ich beim Opa mit reingeschnuppert habe. Und dann ging es halt über Fernarbeit bis zur Lehre. Kurz nach der Gesellenprüfung hat er sich für die WM qualifiziert. Gemeinsam mit einem Thüringer Kollegen. Als Team haben sie sich im nordirischen Belfast mit den besten Dachdeckerlehrlingen der Welt gemessen. Man wird eigentlich ausgesucht dafür, als ist und macht eine sehr gute Ausbildung mit besser als 2,0. Und dann geht das wie im Fußball quasi von der Kreisliga nach ganz oben, also über den Landespokal in Sachsen zur deutschen Meisterschaft. Und wenn man das alles erfolgreich als Erster oder Zweiter abschließt, wird man dann zur Nationalmannschaft eingeladen. Und dort kann man dann einmal an der WM teilnehmen. 16 Nationen sind angetreten. Nur den Briten mit Heimvorteil mussten sich die Deutschen geschlagen geben. Ein paar Häuser weiter die Dorfstraße hinauf wohnt und arbeitet Reichenbachs Märchenschneiderin. Seit ihrer Jugend hantiert Nicole Schramm mit Nadel und Faden. Märchenroben mit Korsett, Rüschen und Spitze schneidert sie. Auch Ballkleider nach Maß. Kostüme ist eher nicht die Regel, dass die gekauft werden. Ist auch einfach eine Preisfrage und auch einfach eine Frage, wann zieht man es denn mal wieder an? Das Verleihen doch um einiges günstiger und einfacher. Wobei ich viele habe, die dann sagen, oh, das ist so schön, das würde ich am liebsten behalten. Oh. Na, und es gibt auch vereinzelt Leute, die dann auch kaufen, aber es ist nicht die Regel. Ob Dornröschenkleid, das von Schneewittchen oder Aschenputtel, Frauen stehen dafür Schlange. Viele Leute, die Motto-Partys feiern, Leute, die zu Schlossfeiern gehen, kommen dann her, sagen, ich würde gerne dieses und jenes Thema umsetzen mit einem Fotograf und leihen sich dann gern mal verschiedenste Kostüme aus. Das ist jetzt kein hundertprozentiges Barockkleid. Barockkleider sind mit Korsett unten drunter konzipiert. Das ist aber sehr, sehr viel Aufwand und unschön zu tragen, denn damals wurden die Damen in die Kleider eingenäht. Romy Weißbach verwandelt sich gern. Also man kann nicht mehr so Luft holen, wie man es vorher getan hat. Ne, man atmet kürzer, aber es macht auch was mit einem, weil diese gerade Haltung, irgendwie fühlt man sich ein bisschen selbstbewusster, größer, anmutiger, ein bisschen wie eine Königin. Romys Tochter Amelie teilt die Begeisterung für opulente Kleider. Sehr schön, sie zieht auch öfter solche Kleider an. Ich war auch auf meinem Kindergeburtstag schon in Schloss Waldenburg. Ich hatte auch ein Kleid geschenkt bekommen. Amelie hat schon einige Kleider getragen, häufig im gleichen Design wie das ihrer Mutter. Sogenannte Mütter-Töchter-Outfits sind Nicoles Markenzeichen geworden. Für das Wave-Gotik-Treffen in Leipzig etwa. Das hatte sie tatsächlich eben auch für meine Tochter.
Und da habe ich gedacht, da muss sie mit, wenn sie das in groß und klein hat. Das ist ja wirklich ein Hingucker. Und die Reaktion der Leute, wie gesagt, jeder hat uns angehalten, oh, ihr habt die gleichen Kleider an, Mama und Tochter, wie toll. Wir sind so fotografiert worden, ne? Und das hat dir auch so gefallen, dass du dann immer mitgegangen bist. Nächstes Jahr könnten sich beide in dieses Kleid hüllen. Das hat Nicole im Stil der Kaiserin Sissi entworfen. Gestrickt wird übrigens auch im Dorf, aber erst am Sonntag. Mit Wolle hauseigener Alpakas. Auf dem Hof seiner Eltern am Mühlengrund ist Sandro Schulze wieder häufiger zu finden. Platz gibt es hier ja genug. Seit neuestem für die eigene Werkstatt. Der gelernte Kfz-Mechatroniker verleiht alten Felgen nicht nur neuen Glanz, er veredelt sie zu wahren Schmuckstücken. Nach einigen Jahren auf Montage hat Sandro in der Heimat sein berufliches Zuhause gefunden. Ich war in einer Zeitarbeiterfirma und dieses Rumgereiche, sage ich mal, man kann sich nirgendwo auf den Job irgendwie richtig konzentrieren. Jedes Mal wird man wieder gewechselt und wird rausgerissen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, du hast mit dem Hochglanzverdichten angefangen. Jetzt brauchst du halt noch was. Deswegen habe ich dann mit dem Pulverbeschichten noch weitergemacht. Mit seinem Fachwissen und den Spezialmaschinen ist der 42-Jährige der einzige Felgenexperte in der Gegend. Also in der Felge ist schon ein ganz schönes Ei drin. Mit dem computergesteuerten Glanzdrehen kann Sandro fast alle Schäden beseitigen. Nach dem Beschichten mit Klarpulver sind die Dellen weg. Ergebnis perfekt. Kann so wieder in Umlauf. Sandro bildet sich ständig weiter. So bleibt er ein gefragter Fachmann für Tuner, Schrauber, aber auch für ganz normale Autofahrer. Ich hatte jetzt einen Satz dreiteilige Felgen, OZ Futura, sehr, sehr teure Felgen. War ein Rentner, der die Felgen gebracht hatte. Sandro motzt auch andere Teile auf. Vor allem für Fans der Simson-Mopeds oder MZ-Motorräder entfernt er alte Lacke und bringt neue auf. Felgen sind aber sein Hauptgeschäft. Und die eigenen? Natürlich stets der letzte Schrei. Die bekommen jedes Jahr eine andere Farbe. Wir werden jedes Jahr wieder entlackt und bekommen eine neue Farbe. Ja, ein bisschen ein Faible muss man schon dafür haben. Ne? Am anderen Ende des Dorfes, auf dem großen, bewaldeten Grundstück, hat sich in den letzten 10 Jahren einiges getan. Hunderte Fichten und Tannen wurden gepflanzt, der Bauernhof beinahe komplett renoviert und eine Hochzeitskapelle gebaut. Tino Taubert und seine Frau Vivian sind die Bauherren, haben die einer Kirche nachempfundenen 4 Wände tatsächlich neu errichtet. Da wir in ganz Deutschland Hochzeiten begleitet haben, haben wir uns dann gedacht, was können wir tun, damit die Brautpaare zu uns kommen und wir nicht zu den Brautpaaren fahren. Und da braucht man eine schöne Location. 15 Jahre lang sind sie kreuz und quer gereist, immer der nächsten Hochzeit hinterher. Nun kommen die Paare zu ihnen. Das ist die erste neu erbaute Mittelalterkapelle Deutschlands im historischen Baustil der Renaissance. Insofern haben wir uns eine Privatkapelle bauen lassen, nach unseren Vorstellungen, und haben ihr den Namen Hochzeitskapelle Kallenberg gegeben. Also religionsfrei, uns ist egal, an was oder jemand glaubt. Das ist jedem seine private Sache. Und wir wollten einfach ein romantisches Haus bauen für wunderschöne Feiern. Die nächste Trauung ist morgen. Tische müssen raus, die Kirchenbänke hinein. Vivian hat die Deko im Blick. Okay, aber das hier fehlt noch. Auf diese Schale kommt nämlich der Brautstrauß. Damit die Braut nicht die ganze Zeit den Strauß halten muss, kann sie den einfach ganz praktisch hier ablegen. Wollen wir noch das Stammbuch der Hochzeitskapelle? Ja. Die Eheschließungen sind offiziell. Tauberts Hochzeitskapelle gehört zum Standesamt Kallenberg und hat etliche Details, die Brautpaare vor Freude strahlen lassen. Ich habe dann erst Freude und gehe darin auf, wenn alles wirklich perfekt ist. Wir versuchen uns natürlich immer individuell an unser Brautpaar anzupassen und natürlich an deren Gäste auch, weil natürlich jeder ein bisschen anders ist und jeder möchte ein bisschen was anderes. Und das jedes Mal wieder perfekt hinzukriegen, ist die große Herausforderung für uns.
Tino spielt, wenn Gäste es wünschen. Und Vivian singt dazu. Wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir im letzten Jahr im Internet als beste Hochzeitslocations im Bundesland Sachsen gewählt worden sind. Und das immerhin von 890 Hochzeitslocations sind wir im letzten Jahr die Nummer 1 geworden. Auch im Hotel Bayerlein wird häufig gefeiert. Mal Hochzeiten, mal runde Geburtstage. Seit neuestem auch Feten in Tracht. Frank Bayerlein ist seit 40 Jahren Reichenbachs Gastwirt. Die Verantwortung für Gaststube, Hotel und Holzhütte hat er an Tochter Denise abgegeben. An Wochenenden haben beide zu tun, bis tief in die Nacht hinein. Ja, also wenn man reingewachsen ist, sieht man das alles nicht so schlimm. Man lebt da einfach mit. Man muss es gerne machen. Man muss halt wissen, okay, die Familie ist zwar mit da, aber zu den Zeiten ja, sind die Kinder eben mal bei der Oma oder eben, ja, man hat eben andere Tage frei und verbringt dann Zeit mit der Familie. Du musst da schon mit den Gästen arbeiten. Die wollen das ja auch. Das gefällt denen auch. Und da haben wir halt damals die Idee gehabt, es gibt einen halben Meter oder einen Meter Schnaps. Also das ist ein halber Meter. Das ist nicht einfach so gesagt, sondern es ist wirklich ein halber Meter. Und da kommt leckerer Honigwilli rein mit einer kleinen Birne. Und dann heißt es, Jungs, gibt einen halben Meter, macht er mit. Machen die immer mit, wenn du so kommst. Und dann eine Stunde später drehen wir das Ding noch mal richtig nach oben. Und das sieht natürlich auch geil aus, wenn du hier mit einem Meter kommst. Und dann wird halt ein Meter Honigwilli getrunken. Die treuesten Gäste trinken vorrangig Bier in der Gaststube. Seit nunmehr 50 Jahren treffen sich die gelernten Handwerker zum Skatabend. Der Siegbart ist ein bisschen später dazugekommen, aber sonst sind wir seit über 50 Jahren dabei. Einmal im Monat treffen wir uns in der Regel hier bei Bayerlein, ist unsere Stammgaststätte. Wir machen auch mal ein paar Auswärtsspiele, wir gehen auch mal nach Kallenberg und so. Der Siegbart das nicht so weit hat, aber ansonsten sind wir hier. Wir sind alle unterwegs gewesen, also im ganzen Arbeitsleben auf Montage gewesen, viele. Und man ist froh, wenn man im Dorf mal jemanden trifft, mit dem man sich mal unterhalten kann. Zu fünft sitzen sie am Tisch für Skat, das aktiv immer nur drei spielen. Man hat mehr Zeit, man setzt mehr aus, kann eben da mal reden mit den anderen. Und so, nee, wir sind nur halt fünf. Na, und wollen doch da auch niemand ausschließen. Ist schick, wir haben uns daran gewöhnt. Man weiß immer, wer Karten gibt. In der Regel vergisst man das da nicht. 4 Stunden spielen sie, von 6 Uhr abends bis um 10. Morgen werden Günther und seine Skatfreunde beim Heimatverein erwartet. Am frühen Vormittag haken die einen das Laub in ihren Gärten, andere lassen die Maschinen in Werkstätten und Garagen warmlaufen. Auch bei Jutta Plötner ist wieder Zeit fürs Heimwerken. Sobald der Haushalt gemacht ist, steht die noch 81-Jährige an ihrer Drechselbank. Ich kann nicht auf dem Sofa sitzen und ruhig sitzen. Also ich hatte mir immer überlegt, was machst du denn mal? Hatte ich mir bei Heidel in Chemnitz muss ich kleine Figuren gekauft. Waren sehr teuer. Und da bin ich drauf gekommen, weil ich gedacht habe, das kannst du selber machen. Und sehr, sehr gerne mache ich das. Gehe ich auf. In der Garage entstehen Schwibbögen, Räuchermännel und putzige Katzen. Drechseln, Sägen, Leimen, ihre handwerklichen Fähigkeiten hat sich Jutta selbst beigebracht. So, dann bekommt er noch Füße und dann fehlt, was wir hier noch haben, dieses Stück Mund und die Nase noch. Im Warmen ihres Hauses gibt es eine zweite kleine Werkstatt. Für alle Deko- und Elektroarbeiten, auch die macht sie selbst. Gelernt hat Jutta einst Möbelstoffweberin. Ihr Arbeitsleben war ein Auf und Ab. Mit immer wiederkehrenden Krankheiten. Vor etwa 10 Jahren hat sie damit begonnen, den Weihnachtsschmuck herzustellen. Seitdem geht es ihr gesundheitlich gut und endlich mal stabil über Jahre hinweg. Ich habe
fast mein ganzes Leben unter Panikattacken und Depressionen gelitten. War mehrfach zur Therapie, habe sehr viel von dort mit nach Hause genommen. Unter anderem auch, dass man sich beschäftigen muss. Mittlerweile war Jutta so fleißig, dass zig Modelle entstanden sind, viele mit Beleuchtung. Auf Hobbymessen verkauft sie ihre Werke und im Dorf hat sie sich längst einen Namen gemacht. Die fast 82-jährige Holzkünstlerin. Das verzierte Gartentor lässt schon erahnen, hier haben auch Frettchen ein Zuhause. Ines May nennt sie liebevoll ihre Fellkinder. 7 eigene wohnen bei ihr im Obergeschoss. Dass sie mal eine ganze Frettchenschar beherbergen wird, hätte Ines nicht gedacht. Ihr erstes Tier war anfangs so gar nicht zum Liebhaben. Es hat gebissen, ohne Ende. Ich hatte Angst, ich stand sogar schreiend auf dem Tisch. Eigentlich wollten wir es auch wieder abgeben, aber bei uns ist es so, was da ist, bleibt da. Ja, also wir geben nicht so schnell auf. Dann hat man da jemanden kennengelernt, der sagt, die waren alle zahm, das braucht Zeit, es dauert eine Weile. Ja, dann fiel das so langsam in eine Sucht aus, man brauchte von jeder Farbe eins. Ihr Mann Steffen teilt die Liebe zu den kleinen Tieren. Nach und nach hat er sich Werkzeuge angeschafft, um den flinken Kerlen artgerechte Unterkünfte zu zimmern. Also wo wir hierher gezogen sind, vor 30 Jahren, wegen der Frettchen, da war ich handwerklich sehr unbedarft. Also ich hatte 2 linke Hände und alles war ein Daumen dran. Und habe mir das so nach und nach, weil die Frau hat gesagt, das müsste noch, das müsste noch, das müsste noch. Und deshalb habe ich dann alles angefangen zu bauen. Und nur hier oben, das wurde immer mehr. Ja, mittlerweile wohnen wir beide Frettchen. Man hat nicht gelebt, bevor man nicht jemandem was Gutes getan hat, ohne irgendeine, ohne was zu erwarten, was zurückkommt. Ja. Auf dem Dachboden versorgt Familie May weitere Pflege und Wildtiere. Für 5 bis 10 ist Platz. Die werden alle 2 Stunden am Anfang mit der Flasche großgezogen, auch nachts. Und wenn sie richtig futterfest sind, kommen sie in ein Gehege, werden nur noch gefüttert, nicht mehr angefasst, dass sie richtig scheu wieder werden. Und dann haben wir weit ab von hier ein Auswilderungsgehege, wo sie dann dahin kommen. Und im August ist es dann soweit, da geht die Tür auf. Sie gehen also ihre eigenen Wege. Irgendwann sind sie weg. Das Haus der Mais hat Tierheimstatus. Kürzlich haben sie einen Otter aufgepäppelt. Etliche Videos und Fotos erinnern sie an das verspielte Wesen. Ihn auszuwildern ist den beiden besonders schwer gefallen. Wenige Schritte nebenan laufen die Vorbereitungen für die Trauung in der Hochzeitskapelle auf Hochtouren. Nur die kleinen, aber feinen Details fehlen noch. Auf die legen Tino und Vivian Taubert besonders viel Wert. Für den Gesamteindruck muss alles harmonisch aufeinander abgestimmt sein. Also man kann nicht irgendwie das Schema F machen, sondern man muss sich immer wieder genau konzentrieren, dass nichts vergessen wird. Und wir sind vor allem auch Perfektionisten. Wir möchten auch, dass alles am richtigen Platz ist und alles rechtzeitig fertig ist. Wir möchten das nicht dem Zufall überlassen. Im November feiert kaum noch jemand im Freien. Der Rosenbogen als Symbol des Glücks soll aber nicht ungenutzt draußen stehen bleiben. Tino möchte ihn in der Scheune haben. Das Brautpaar soll später darunter sitzen, festlich umrahmt vom stattlichen Blumenarrangement. Nächsten Sommer wollen Tauberts im Hochzeitsgarten einen Pavillon errichten. Für einen Trend: Trauungen unter freiem Himmel. Genau diese Möglichkeit gibt es erstmal seit diesem Jahr schon als mit einer freien Traurednerin, nämlich Vivian. Aber das wollen wir uns natürlich auch standesamtlich genehmigen lassen. Und wer einen spektakulären Auftritt liebt, der kann sich mit dem Hubschrauber einfliegen lassen. Es wird Abend im Dorf und so richtig hell beleuchtet ist nur die ehemalige Schule, die jetzt Reichenbachs kulturelle Begegnungsstätte heißt. Der Heimatverein kümmert sich hier um 2 kleine Ausstellungen. Im Erdgeschoss erinnert dieses Modell an den Nickelbergbau. Nicht nur für Ortsvorsteher Günther Vogel eine prägende Zeit. Nickelbergbau ist hier in der Region Kallenberg der einzige in Mitteleuropa.
das ist ja schon was Besonderes. Und da man ja nur noch wenig sieht, wollen wir es eben der Nachwelt hier dokumentieren. Besucher staunen, Albrecht Helbig weiß warum. Und es kommt dann, wenn wir irgendein Fest haben, oder kommen viele Leute, die denen gar nicht bewusst ist, dass hier Nickel abgebaut worden ist in unserer Gegend. Und die fragen dann, wie das alles so zusammenhängt. Und da habe ich immer viel zu erklären dann. Im Obergeschoss werden Erze und Mineralien ausgestellt, die in der Nickelhütte abgebaut und gefunden wurden. Thomas Grüner versucht, die Sammlung weiter zu vervollständigen. Zusammengetragen hat sie einer vom Fach. Das war unser Glück. Im Heimatverein hatten wir einen Bergbauingenieur, der Krümmer Heinz. Und da hatte er die ganzen Bergleute, die hier gearbeitet hatten in Grün, die hat er auch konsultiert und hat viele Bilder und auch Erzstufen teilweise gekriegt von den Bergleuten da. Und so hat er das ungefähr in 3-4 Jahren, hat er hier diese Sammlung, wie sie hier hinten steht, hat er zusammengetragen. Wenig später wird gefeiert. Der Heimatverein dankt den Sponsoren und Helfern des Kürbisfestes. Vor ein paar Wochen haben sie das nun schon zum 9. Mal durchgeführt. 80 Reichenbacher haben diesmal mitgemacht. Beim Kinderschminken etwa, beim Verkleiden oder der Frettchenschau. Der Andrang war riesig, das Fest wieder ein großer Erfolg. Das hat sich so rumgesprochen, hat sich so etabliert und das ist schon bei uns das größte Fest. Also das ist der Höhepunkt vom ganzen Jahr. Wir sind jetzt hier in der alten Schule von Reichenbach und dürfen die ca. 16, 17 Räume nutzen. Und das macht unser Fest sehr kleingliedrig. Es gibt für die Kinder viele, viele Aktivitäten, Murmelbahn, Schminken, alles. Viele Dinge, die man auf anderen Dorffesten nicht findet. Nach dem Essen blicken alle gemeinsam zurück auf besondere Programmpunkte wie die Kürbismeisterschaft. Zum Abschluss gibt es Vanilleeis mit gerösteten Kürbiskernen, Kürbisöl und selbstgebackenen Kürbiskeksen. In der Hochzeitskapelle wird hinter verschlossenen Türen gefeiert. Dank dicker Wände mit Schallisolierung ist nicht so viel zu hören. Die direkten Nachbarn haben trotzdem kaum ein ruhiges Wochenende. Sonntagmorgen ist wieder Zeit für das Handwerk und die lieben Tiere. Da kommen wir her. Rainer Dietrich hat Äpfel geschnitten für die zwei Familienalpakas. Wochentags bleiben die genügsamen Tiere häufig für sich. Wir brauchen Rasenmäher. Wir haben ja die zwei Wiesen hier, hinten draußen noch einer. Und da haben wir uns damals die zwei, das waren die ersten, die wir versorgt haben. Das waren noch kleine Kinder. Und dann haben wir uns erweitert mit drei Mädchen. Mittlerweile gibt es nur noch die Jungs. In den trockenen Jahren war einfach nicht genug Gras da. Dietrichs mussten die Tiere abgeben. Geblieben ist säckeweise Wolle. Gudrun Dietrich spinnt sie zu Fäden. Es gibt eine Spinngruppe. Und das habe ich gehört. Und da habe ich gedacht, das musst du lernen. Du weißt nicht, was du mit der Wolle sonst machen sollst. Es ist schade drum zum Wegschmeißen. Das A und O beim Spinnen sind gleichmäßige Bewegungen. Die Arbeit hilft beim Abschalten. Man kann abspannen, gerade wenn es jetzt auf die kältere Jahreszeit zugeht. Man hat im Winter immer was zu tun, wenn es draußen schneit. Ja, Kaffee dazu, Räucherkerzel an, ist die schöne Zeit. Warm halten die selbstgestrickten Socken, Schals und Mützen, sogar ohne zu schwitzen. Die Faser ist innen hohl, das sieht man nicht, aber es wird so gesorgt und da ist die sehr atmungsaktiv. Und das ist das. Man muss die Wolle auch nicht mehr, oder die fertigen Produkte braucht man auch nicht waschen. Oder sollte man nicht waschen, bei Nieselregen auf der Leine hängen. Die reinigen sich von selbst, die sind geruchsneutral, das geht alles wieder raus.
Und schön anzusehen sind sie immer wieder, die beiden braunen Alpakas der Dietrichs. Auch einige Häuser weiter wird sonntags die Nadel in die Hand genommen, bei Linda Lenig, mit E-Antrieb und Farbe. Zu Hause unter dem Dach hat sich die Tätowiererin ein kleines Studio eingerichtet. Eine Seltenheit auf dem Land. Praktisch für die Familienmutter. Kunden nehmen den Fahrweg in Kauf. Frauen kommen besonders gern. Also die Frauen, die schätzen ganz sehr, dass sie hier mit mir alleine sind, dass sie hier wir hier Privatsphäre haben, dass hier kein Durchgangsverkehr ist, dass nicht noch drei andere Tätowierer daneben sind mit noch drei anderen Kunden, die ihre Gespräche belauschen, die sie dann halb nackt auf der Liege liegen sehen. Heute ist ihr Mann Daniel an der Reihe, mal wieder. Das rechte Bein hat Ehefrau Linda schon üppig verziert. Auf dem Rücken ist noch Platz, ein wenig. Für mich ist das das Schönheitsideal, also mein persönliches Schönheitsideal. Mit jedem Tattoo fühle ich mich ein bisschen besser, ist das Selbstbewusstsein ein bisschen gestärkt. Die das nicht haben, die verstehen das halt auch nicht. Also es ist wirklich Schönheit für mich. Viele ihrer eigenen Tattoos hat sich Linda selbst unter die Haut gestochen. Hals und Gesicht kamen während der Elternzeit hinzu. Menschen, die sie dafür schief ansehen, die gibt es. Also ich kriege unterschiedliche Reaktionen, positiv, negativ. Die Kinder tatsächlich im Kindergarten lieben es. Die sagen immer, oh, du hast so schöne wunde Tattoos und das sieht so schön aus. Meine Mama hat nur ein Tattoo oder sowas halt. Ne? Also das ist wirklich unterschiedlich. Aber ich habe auch ältere Leute, die das jetzt gar nicht so hässlich finden. Die fragen dann halt, tut das weh, hat das weh getan? Und da bin ich ehrlich und jeder, der was anderes erzählt, lügt. Ja. Es tut weh. Nach einer Stunde ist erst einmal Schluss für Ehemann Daniel. Bei der nächsten Sitzung wird Linda das Tattoo fertigstellen. Zwei Fabrikgebäude stehen in unmittelbarer Nachbarschaft im Dorf. Man vermutet, dass zwei Brüder sie errichtet hätten. Bis in die späten 90er hinein haben rund 300 Reichenbacher in den Betrieben Unterwäsche hergestellt. Lange waren die Gebäude ein Klotz am Bein. Das größere hat einen neuen Besitzer. Matthias Scholz hat die Fabrik für gutes Geld gekauft. Das ist die alte Trikotdecksfabrik von Reichenbach. War bis 1997 im Betrieb. Wurden noch Nachthemden und Feinwaren hergestellt, stand zum Verkauf und ich war der Glückliche, der es bekommen hat. Weil es einen Fahrstuhl hat und von der Bausubstanz her besser. Vom Dach her, Naturstein drauf, drüben wären es bloß Schindeln gewesen. Ja, hier sieht man den Keller von der Fabrik, war früher als Lagerraum genutzt. Und jetzt will ich einen Sandstrahlraum hinmachen, dass ich im Winter meine Fahrzeuge bitte in Ordnung bringen kann. Und verschiedene Räumlichkeiten werde ich auch vermieten. Also Interesse ist da ohne Ende, muss man wirklich sagen. Ist halt eine Gewerbeimmobilie. Ne? Vom Maler bis zum Fliesenleger haben wir ja irgendwelche Sachen, die untergestellt werden müssen. Trocken muss es sein, warm und hell. Dach, Heizung, Elektrik. Matthias baut und repariert so gut wie alles selbst. Man tut sich halt so viel aneignen, sag ich mal. Und Freunde erlernen immer ein bisschen was. Und ich kenn's von Haus aus. Mein Opa hat immer viel selber gemacht. Und wir haben immer gebaut. Mein Vater und dann fitzt man sich überall so rein. Begnadete Hände, die hat Matthias Scholz und viele andere Reichenbacher im Dorf, der Handwerkerinnen und Handwerker.